Tschüss. Hallo und willkommen hier bei einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr am besten einen gratis Minecraft-Server erstellen könnt. Dazu geht ihr einfach in euren Browser und sucht nach aternos.org. Dann landet ihr hier auf dieser Seite und klickt dann auf den Button Spielen. Dann registriert ihr euch, müsst euren Minecraft-Benutzernamen eingeben, den AGBs zustimmen und dann auf Weiter. Ich habe schon einen Account, deshalb melde ich mich schnell an und wir sehen uns dann gleich wieder. So, da sind wir wieder. Wir sind jetzt hier drin. Hier seht ihr das Overlay. Hier oben seht ihr die Server, euren Account, Benutzerkonto. Und jetzt klickt ihr auf Erstelle einen Server. Jetzt könnt ihr auswählen, ob ihr Bedrock Edition oder Java Edition wollt. Könnt hier unten den, zum Beispiel, das hier unten anpassen. Könnt aber auch hier oben ändern. Wichtig, ihr könnt nur das ändern, nicht den URL da hinten. Also zum Beispiel jetzt. So, dann klicken wir auf Speichern und auf Erstellen. Jetzt könnt ihr hier den Server starten. Hier könnt ihr die Software ändern und hier könnt ihr die Versionen ändern. Als kleines Extra zeige ich euch, wie ihr Mods auf diesem Server installiert. Dafür geht ihr als erstes auf Software und wählt hier eure Version. In meinem Fall nehme ich jetzt die 1.20. Und jetzt klicken wir auf Installieren. Jetzt ist das Ganze installiert. Jetzt gehen wir hier auf Mods. Und wie ihr seht, sind hier schon ein paar Vorschläge. Und wenn ihr dann zum Beispiel ein Voice Chat installieren wollt auf eurem Server, dann gebt ein Simple Voice Chat. Und schon seht ihr hier das. Da könnt ihr dann von Curse folgen. Dann geht ihr hier, seht ihr, welche Version ihr habt. Dort müsst ihr dann drauf. Wieder hier drauf. Dann dauert das ein bisschen. Und dann ist es auch schon wieder heruntergeladen. Jetzt geht ihr hier wieder auf Server. Und dann seht ihr, also Software Fabric. Und dann könnt ihr hier starten. Falls ihr einen anderen Seed wollt, geht ihr auf. Könnt hier auf Generieren, Weltname, Seed, zum Beispiel der Seed hier, und hier könnt ihr den Welttyp und verschiedene Sachen halt einstellen. Dann könnt ihr hier auf Generieren klicken, dann dauert das ein bisschen. Schon sind, hier müsst ihr die Euler akzeptieren und schon seid ihr fertig. Und schon habt ihr euren eigenen gratis Minecraft-Server. Wenn ihr spielen wollt, drückt einfach auf Starten, geht in Minecraft, gebt die IP-Adresse ein, hier könnt ihr einfach auf Kopieren klicken und dann habt ihr das kopiert. Gebt die IP-Adresse ein und